Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen im neuen Video, Advent, Advent. Und es gibt so viele Ideen für Advent und nicht jeder möchte einen runden Adventskranz. Und wie ich dann aus diesem einfachen Tablett auch einen tollen Adventskranz machen kann, das zeige ich euch jetzt in meinem neuen Adventskranz-Video. Ja, also mein Gedanke war heute, ich möchte gerne mal einen klassischen roten Adventskranz machen. Kranz natürlich nur im übertragenen Sinne, weil viele haben einfach einen länglichen Tisch und sagen, wenn sie jetzt diesen runden Kranz auf dem Tisch stehen haben, der nimmt ihnen einfach zu viel Platz weg. Und deswegen ist bei einigen auch der Wunsch da, die sagen, ach, und sie wollen es gar nicht so aufwendig. Und das ist jetzt heute tatsächlich mal eine Idee, die eigentlich jeder von euch selber relativ einfach nachmachen kann. Mein Grundgedanke ist, wenn man so ein schönes Tablett hat, kann man auch größer machen. Und ich bin ja immer für Natur und ich möchte trotzdem, also jetzt nur 4 Kerzen da drauf zu stellen, das wäre mir jetzt ehrlich gesagt zu banal. Und erstmal müssen natürlich die Etiketten ab. Etiketten abziehen, das geht auch immer viel besser mit einem kleinen Messerchen, weil da kann man unter dieses Papier drunter und zack, hat man sie abgemacht. Geht natürlich viel schneller. Fix gemacht, das bin ich immer dafür. Es geht viel schneller, wie wenn ich da mit den Fingernägeln rumknipple. Zum Thema Kerzen. Ich bin ein totaler Verfechter davon, Qualitätskerzen zu kaufen, die nicht laufen und die einfach gut abbrennen. Und von dem her, die Investition in Kerzen lohnt sich. Und billige Kerzen gehen für mich gar nicht. Ja? Aber das kann jeder selber entscheiden, wie er will. Aber ich finde billige Kerzen eine absolute Katastrophe. Und deswegen gibt es, ich sage jetzt einfach mal, eine mindere Qualität. Qualität hat ihren Preis. Gibt es bei mir nicht im Laden. Aber so, jetzt kommen wir endlich zum Video. Nachdem ich die Kerzen jetzt erstmal viel erzählt habe, mein Gedanke ist, die Kerzen heute auf diese Birkenstämmchen zu setzen. Ja? Und die sind natürlich auch ein bisschen, ja, die sind nicht alle ganz gerad. Man sieht, die Kerze wäre dann schön schief. Das ist aber auch kein Problem, weil ich gleiche diese Unebenheiten einfach aus, indem ich ein ganz tolles Hilfsmittel nehme. Das heißt Oasis Fix. Das ist, ich nenne das immer so banal, Floristen-Kaugummi. Das ist jetzt hier so ein Knetfix. Das bekommst du bei Floristik24. Und wenn du im Warenkorb Margit, also Groß M und dann Margit, ja, und der Rest kleingeschrieben eingibst, dann bekommst du auch 10% Fanrabatt, wenn du bei Floristik24 einkaufst. Und das habe ich für meine lieben YouTuber. So, ich brauche nochmal ein Tuch, damit ich die Kerzen abstellen kann, wenn ich an denen arbeite, weil ich möchte die Kerzen nicht auf den Tisch so stellen. So, und jetzt muss ich natürlich die Seite, die ein bisschen abschüssiger ist, da muss ich ja auch dieses Knetfix ein bisschen dicker machen als auf der anderen Seite. So, und jetzt werden wir doch gleich mal gucken, ob die Kerze, ob wir die nicht gerade bekommen. Und ich würde sagen, so, da kann ich jetzt natürlich auch noch schön nachjustieren immer. Gerade ist sie, Trick 17. Weil sowas hat man ja so oft im Windlicht, ach, da rutschen die Kerzen rum und das nervt total. Und das geht, das lässt sich alles wunderbar korrigieren, indem man das Richtige, die nächste ist auch total schief. Okay, also gleiches Spiel wieder. Ja, das lässt sich also alles wunderbar korrigieren, indem man einfach mit dem Knetfix die Kerze fixiert und damit auch gerade richtet. So. Und ich könnte jetzt auch noch die Birkenstämmchen auf dem Tablett fixieren. Ja, das rein theoretisch. Das mache ich jetzt nicht, weil ich es jetzt nur hier im Laden behalte. Falls meine Kunden das wollen, mache ich das natürlich auch. Oder ich mache einfach so eine kleine Transportsicherung dazu. Dieses Knetfix, da braucht man warme Hände.
Je wärmer das ist, desto besser lässt es sich modellieren und formen. Mit kalten Händen geht es ganz schlecht. Und ich reiße da immer so einen kleinen Streifen ab. Es hat fast so einen Charakter wie ein Kaugummistreifen. So. Und fixiere meine Kerzen. So. Muss man schon kräftig drücken. So, aber ich glaube, sieht ziemlich gut aus. Aber das Gute daran ist ja, selbst wenn die Kerzen jetzt nicht ganz gerade wären, dass sie sich ja jederzeit. Ja, das ist interessant, die Stämmchen sind wirklich, die sind alle nicht ganz gerade. Ja, das Schöne ist ja, dass es sich immer nachjustieren lässt mit diesem Knetfix und dass das völlig unproblematisch ist. Ja, also selbst wenn ihr solche Stämmchen sägt und ihr sagt, oh, ich kriege das nicht so gerade hin wie ein Schreiner, klar, ist eigentlich logisch, ist auch gar kein Problem. So, ist auch gar kein Problem, weil ihr habt ja jetzt das richtige Material zum Tricksen. Also gewusst wie, wenn meine Kunden da mal was mitbekommen, sagen sie auch immer, cool, tolle Idee. Ja, das sind so die kleinen Tricks und Mittel. Dann gibt es natürlich immer, ich bin ja gerne in der Natur unterwegs und ich mag so diese Flechtenzweige. Und ich dachte, man könnte einfach so einen Flechtenzweig hier noch, kommt ja drauf an, von welcher Seite man es immer sieht, ja, wenn man das so von einer Seite sieht. Erstmal pusten, könnte man so einen Flechtenzweig am Schluss drauflegen. Sieht total schön aus. Aber was ich jetzt erstmal mache, ist, damit dieses Tablett schön ausgegrünt ist, ich lege einfach ein bisschen Moos rein. Und dann hat es so einen Charakter wie im Wald. Dann ist doch nochmal ganz anders ausdekoriert, wie wenn das jetzt so ganz kahl ist. So. Das Moos sollte auf jeden Fall trocken sein. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn es jetzt so bitsche-batsche nass ist, dann verfault leider auch das Tablett relativ schnell. Und mein Moos, das ist strohtrocken. Ich habe das getrocknet und ich werde ja auch ab und zu gefragt, wie ich das Moos am besten aufhebe. Also zum Trocknen das Moos auf keinen Fall übereinander legen und einfach die einzelnen, oh, ich warf das hier so weg. Eigentlich kann man das auch gebrauchen. Ja, ich hebe es auch wieder auf. So, es erinnert jetzt natürlich fast an den Wald. Aber eigentlich kann man ja auch diese Stücke hier so schön dazwischen legen. Es wird ja eigentlich dann doch wieder alles benutzt. So, aber das ist mir jetzt doch ein bisschen zu, so, ein bisschen zu dick. Gut. Okay, ja, also dann haben wir ein bisschen Moos. Und jetzt kann eigentlich unser Zweig wieder ins Spiel kommen. Ja, den wir hier so schön dazulegen. Und der macht dann auch eine sehr schöne Stimmung, finde ich. Ja, das getrocknete Moos, das ist wunderbar für die ganze Haltbarkeit. Wenn das Moos noch nass ist, ja, also, beziehungsweise nein, ich sage es andersrum, Entschuldigung. Wenn das Moos einmal getrocknet ist, dann bleibt es auch wunderschön so erhalten und bleibt auch ganz toll grün. Aber wenn das Moos. Ja, man braucht es jetzt auch nicht mehr ansprühen. Aber das Geheimnis ist wirklich, es so zu trocknen, dass man es legt und in einer Schicht eine Lage ausbreitet. Legt es in Dachboden oder in Keller oder wo auch immer hin. Aber es muss irgendwo hin, wo man den Platz hat, es in einer einfachen Schicht auszubreiten. So, hier kommt jetzt noch die Waldbewohner. Die wollen natürlich auch noch dazu. Und damit ich das gut festkleben kann auf diesem Zweig, habe ich jetzt ein bisschen Moos auch unter meinen Elch, weil der Elch, der wollte gern auf meinem Zweig Platz nehmen, hat er mir vorhin schon erzählt. Der möchte gerne. So, mein Finger klebt leider auch mit fest. So, den lassen wir jetzt hier so schön drin stehen. Und mir sind jetzt noch gerade so Materialien eingefallen, die richtig schön dazu passen und so eine natürliche Stimmung machen. Ich lege wilden Wein mit rein in dieses Tablett. So, Moment. Fällt fast wieder raus. So, jetzt.
Genau, einfach reingelegt. Dürfen die Stiele natürlich nicht zu lang sein. Es ist auch wieder, wie immer bei mir, ich arbeite sehr, sehr gern mit Naturmaterialien. Bei mir gibt es, naja, manche Kunden fragen nach irgendwelchen Steckerchen und so, und ich sage dann einfach, dass wir uns wirklich total auf die Natur konzentrieren und dass wir deswegen kein so ein großes Sortiment an, ja, an, ich sag mal, mit Plastik oder mit Metall so Accessoires haben. Ja, das sind tatsächlich Sachen, die ich nicht so führe. So. Ja, und dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen was Weihnachtliches. Ein paar Kügelchen mit Glanz. Können wir ruhig auch noch hier reinlegen oder dazu dekorieren. Jetzt komme ich auch mal auf die andere Seite, auf die Seite von der Kamera. Und wir legen hier ein paar Kügelchen rein. Und dann würde ich nochmal, das sind Spiegelbeeren. Die gibt es immer in diesen Dreierbündelchen. Man kann die natürlich auch auseinandernehmen. Ich mache das jetzt in dem Fall gar nicht, sondern lege die einfach nur so rein. Und ich finde das jetzt eigentlich schon ganz schön. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ich hätte gern so einen kleinen Übergang von der Kerze zum Holzstämmchen. Und weil das ja so weinrot ist, ich glaube, ich gehe mal gucken nach meinem Filz, weil ich fände es auch schön, wenn das nochmal so ein schöner kleiner Übergang ist. Da gucken wir mal, ob wir nochmal das i-Tüpfelchen für diese Kerzen finden. So, es gibt jetzt hier ganz viele tolle Filzfarben. Und diese dicke Filzschnur, die ist natürlich viel zu dick, ja. Und dann habe ich hier auch noch schönes Grau oder Naturtöne. Dann habe ich natürlich hier ein helles Rot, aber die finde ich auch viel zu dick für den Zweck. Und was schön wäre, hier gibt es so ein Bordeaux. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Farbton, den wir eigentlich gut nehmen könnten. Ja, dieses Bordeaux, den nehme ich mal mit. Also man sieht, die Kammer hier ist ziemlich voll und es ist wunderschön. Auch wenn man mit diesem Wollfilz, ja, den zeige ich euch hier drüben mal, wenn man mit diesem Wollfilz zum Beispiel dekoriert und mit diesem Filz dort umwickelt, das sind immer ganz tolle Dekos. Und Filz ist so wetterfest, das ist ein super Material. So, jetzt gehen wir mal wieder zu unserem kleinen Adventsträumchen. Dann gucken wir, ob mein Auge das richtige Material gefunden hat. Ich denke, ja, ich finde es total schön. Ich muss nur den Anfang finden. So, ich bin immer ein Fan davon, zweimal zu wickeln. Zwei Umdrehungen zu wickeln und dann abschneiden. Entweder man macht einen Knoten oder man klebt einfach das Ende mit so einem kleinen Tupser Heißkleber. Das Ende kleben. Vorsicht auf die Finger. Am einfachsten ist es, ich nehme mein Messerchen. So, ich drehe das gerade mal hier rum. Ich nehme mein Messerchen und drücke einfach. Das Ende von dem Wollfilz drücke ich mit dem Messerchen fest, weil ansonsten habe ich das Risiko, dass ich den Heißkleber am Finger habe. Und das ist ziemlich schmerzhaft. Und wir haben zwar hier immer unser Wasser vom Grün, wo wir dann manchmal. So, Moment, mein Filz haut wieder ab. So, genau. Also hier jetzt habe ich jetzt das Ende. Einen ganz kleinen Tupfen Heißkleber. So. Moment. So, ein kleiner Tupfen. Einmal mit dem Messerchen festgedrückt und schon sitzt's. Voilà. Fertig ist mit einfachen Mitteln ein toller kleiner Adventskranz, der so
der viel schöner aussieht als nur dieses blanke Tablett, das wir am Anfang hatten. Und wem das jetzt zu wenig grün ist, der kann auch noch was Nadliges dazulegen. Ja, auch das, also das Ausgestalten, das kann man ja wirklich dann machen, wie man will. Völlig flexibel. Aber das ist jetzt so meine Idee für ein länglich schön ausdekoriertes Adventstablett mit den Kerzen, die auch dann natürlich ein bisschen erhaben sind. Das ist auch zum Feuerschutz ganz gut, wenn die nicht in dem Moos drin sind. Das Moos wird trockener. Die Kerzen sind oben zum Abbrennen, also auch unter Sicherheitsaspekten. Das ist, denke ich, auch eine sehr schöne Adventsidee. Wie immer, ich freue mich auf die netten Rückmeldungen und Zeilen. Schon jetzt. Und ich freue mich auch, von euch zu hören, wie ihr das findet, was ihr für Alternativen hättet. Vielleicht habt ihr auch Wünsche, was ich mal zeigen soll. Wird ja auch öfters geäußert. Eure Fragen, die beantworte ich dann im nächsten Video. Und ich sage einfach danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Und bis ganz bald. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss. Thank you.